Inshallah ist das kalt. Ein saukaltes Eck ist das. Wir sind, Leute, wir sind, jetzt schnallt es euch auch, in Innsbruck Eagles auf der, wo sind wir genau? Auf der Olympiabobbahn. Olympiabob und Rodelbahn. Also da fahren sie runter, die Männer mit dem harten Job. Genau. Und aufgemerkt, das ist, bin mir nicht sicher, aber Links- oder Rechtskurve, eine von denen zwei ist. Ja, da drauf. Da haut es neu. Und angeblich, da hinten ist es Ziel! Vorher kommt aber nur ein kleiner Hopser! Hopser da drin. Ja, wir steigen jetzt mal auf und vielleicht fahren wir sogar mal runter. Werden wir sehen. Also, Team Troglau 1 am Start. Und auf geht's! Den Bob noch einmal. Volle Power in den Eiskanal. Wir sagen hey, 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 hey. Wir wollen sie langsam, sondern schnell. Ja, oder? Also, wir sind auf der Suche nach dem deutschen Bob-Nationalteam und angeblich da drinnen wohnen es. Die deutschen Bobfahrer, die Männer mit dem harten Job. Und jetzt schauen wir mal, ob wir es finden da drin. Also, Bum, da sind sie drin. Mit Tempo 110, die Zielkurve noch schneller, da wird es richtig schön. Okay, so muss das sein, da haben wir verstanden. So, also, sehr verehrte Zuschauer, das sind sie, die Männer mit dem harten Job. Ihr werdet es nicht glauben, aber es ist tatsächlich wahr, ich schwöre, die deutsche Bob-Nationalmannschaft mit Trainer Carsten Embach, hinter mir. Es ist unglaublich. Kamera läuft, Foto ab. Stimmung! Yeah! Ja, das waren die Troglau-Buben mit dem deutschen Bob-Nationalteam. Bis zum nächsten Mal. Im Ziel, da steht der Ultimann. Es ist nicht zu glauben. Wahnsinn! Die haben uns tatsächlich, die waren da drin, gell? Wir haben sie getroffen, die Bob-Nationalmannschaft von Deutschland mit dem Cheftrainer Carsten Embach. Der war mit dabei. Da drin sitzen sie beim Essen. Jetzt die Männer mit dem harten Job. Jetzt war der scheiß Bus gemeint. Also, da wohnen es drin, die Männer mit dem harten Job. Und ich würde sagen, die Troglauer wünschen denen für Vancouver alles Gute. Toi, toi, toi. Und jetzt warten. Es ist ein Hetzer, physikalisches Gesetz.